rum, pum, pum, pum. Smöre, brüt, rum, pum, pum, pum. Es ist ja eine echt unsichtige Küche, aber das macht nichts, weil wir jetzt machen eine Fischauflauf und nach einem alten Hausrezept von die Tante Rosen kleine, ganz quick lebendige Fischen. Dies ist sehr wichtig, damit die Auflauf in sehr delikat wird, ja? Nur die andere Zutat. Aber vorsichtig, wisse sie nicht zu viel, damit die zarte Fischgeschmack nicht verloren geht. Anderthalb sehr wenige, nur eine winzige Prise nehmen wir von den Pfeffern, weil schon die Tante und Oh. Ja, willst du wohl keine Auflauf machen in die Küche hier, du Fischlo? Du sollst einen Auflauf werden, aber keine Auflauf machen, du dumme Tier. Du, wir werden ein wenig herumrühren, damit ihm die Lust vergeht. Das ist auch eine neue Modernität. Früher waren die Fischen in die Kessel anständig, aber ich kann einen Schuss Essig holen. Wer bist du, blau? Diese widerborstige Fischen, wow! Also, ich muss sagen, die Brühen,